Wir hier nennen es das Revier. Das Ruhrgebiet zwischen Duisburg und Dortmund. Heute ist mancherorts jeder vierte arbeitslos. Strukturwandel nennt man das. Alleine dieses Jahr kamen 150.000 Flüchtlinge nach Nordrhein-Westfalen. Viele werden bald eine Aufenthaltserlaubnis und hoffentlich auch Arbeit und eine Perspektive bekommen. Doch was passiert mit all den Geflüchteten, die schon seit Jahren hier sind? In der Dortmunder Nordstadt haben 43% der Bewohner keinen deutschen Pass. Einige haben überhaupt keine Papiere. Sie sind illegal in Deutschland. In der Nordstadt leben viele Guineer. Sie flüchteten vor der Militärdiktatur in dem westafrikanischen Land. Ihre Papiere haben sie weggeworfen, weil sie glauben, so leichter Asyl zu bekommen. Viele nennen sich Amadou. Sie dürfen nicht arbeiten, werden von den Behörden aber auch nicht abgeschoben. Unsichtbare mitten unter uns. Ich wollte wissen, wie sie leben. Ich bin Benny, grüß dich. Ich bin Amadou. Ja, ganz viele Jungs heißen Amadou, ne? Ja. Wie ist es bei dir? Hast du deinen Pass? Ja, ich hab keinen Pass. Kein Pass? Ich bin mit keinem Pass hier in Europa gekommen. Ohne Pass, okay. Ohne Pass. Nur ist auf Fliegen in Spanien, in Ceuta. Ah, okay. Und in Deutschland. Andere Land nicht. Und du hast bestimmt auch am 1.1. Geburtstag, ne? Ist so, ne? Warum? Ja, weil alle Jungs, die keinen Pass haben, sagen die Ausländerbehörde immer 1.1. Wenn du was anderes sagst, die sagen, nein, du bist nichts, und dann die machen, wie die wollen. Wer als Flüchtling keine Identität hat, findet fast nie Arbeit. Hier im Koining Park wird deshalb viel mit Drogen gedealt. Oft die einzige Perspektive für die Unsichtbaren. Hi. Hallo. Hi. Hi. Ich suche Amadou. Ich suche einen Amadou, der hier immer ist und der Probleme hat mit seinen Papieren und so. Kennst du einen? Warum? Ist der Polizei oder? Nein. Läuft Polizei mit Kamera rum, oder? Ja, aber vielleicht. Nein. Wir sind Journalisten. Und ich habe gehört, dass viele Jungs Amadou heißen und Probleme haben mit ihren Papieren und so. Deswegen. Ich bin Amadou. Du bist Amadou? Ja. Ja? Ja, ich bin Amadou. Und wie ist das so bei dir mit den Papieren und so? Also hast du noch einen Pass oder? Ja, ich habe kein Papier. Keine Papiere? Kein Papier. Okay. Ich habe schon viel gehört über die Probleme von jungen Leuten aus Afrika, die nach Deutschland kommen, die dann halt erstmal kein Asyl bekommen und dann dürfen die nicht arbeiten und so. Und deswegen stehen ja viele Jungs auch, verkaufen Drogen und so. Ne? Ja, ich mach das so. Ich arbeite mit dem Papier. Aber du verkaufst auch Drogen, oder? Nee. Ne? Nee. Was machst du? Arbeite. Ja? Ja, ich arbeite. Okay. Amadou aus Guinea erzählt mir, dass er nicht dealt, sondern mit Schwarzarbeit sein Geld verdient. Dahinter scheint ein ganzes System zu stecken. Er arbeitet in Hotels, in Lagerhallen und Restaurants in ganz Deutschland. Ich will ihn später an einem sicheren Ort wieder treffen, um mehr darüber zu erfahren. Emanuel Peterson ist Sozialarbeiter. Er kennt die Szene in der Dortmunder Nordstadt. Ja, das ist die Münsterstraße. Das ist eigentlich geil, hier zu beobachten. Hier sind alle Ausländer, die hier in Dortmund wohnen. Und du siehst auch, hier am Anfang stehen so Araber und andere Ausländer. Und die Schwarzen stehen ganz am Ende. Was machen die Araber und die Schwarzen hier? Genau das Gleiche. Entweder rumstehen, dealen oder sonst wie. Oder einige Läden, keine Ahnung. Aber die Jungs, die dann rumstehen, kann man alle fragen, haben irgendwie immer was zu verkaufen und so. Hi. Was machst du heute? Was machst du gerade? Ich muss jetzt in Bielefeld. Du fährst jetzt nach Bielefeld? Ja, ich habe Post. Was hast du? Post. Post? Oh, okay. Gute Post, schlechte Post? Vielleicht ist die Bundesamtpost, ich weiß es. Okay. Aus welchem Land kommst du, wenn ich frage? Guinea. Aus Guinea? Ja. Und du? Aus Ghana. Ja. Ich kenne viele Jungs von Ghana. Von Ghana auch? Ja. Was machen die so? Jetzt alles irgendwie halt. Auch verchecken oder? Die sind halt da den ganzen Tag. Deswegen, was soll er sagen? So, man könnte bei anderen, die ein Arbeitserlaubnis sagen, die sind arbeitslos und sind zu Hause oder so. Aber die haben ja keine Arbeitserlaubnis. Deswegen müssen die müssen den ganzen Tag dann dastehen und da sitzen. Das ist schwierig. Das ist die Nordstadt. Und die Jungs kommen anscheinend aus der ganzen Umgebung hier hin, weil sie keinen
nichts zu tun haben und stehen dann hier rum und machen das Geld eben auf der Straße. Flucht vor Krieg, Korruption und Armut treibt viele Flüchtlinge nach Deutschland. Bis zu 400.000 Menschen sollen hier ohne Papiere leben. Sie sind also nicht nur in Dortmund, sondern in allen deutschen Städten. Jahrzehntelang hat das deutsche Asylrecht Flüchtlinge in die Illegalität gedrängt. Während jahrelanger Verfahren bestand kein Recht auf Arbeit. Der Staat kümmert sich um eine Grundsicherung, die mit dem Hartz-IV-Satz vergleichbar ist. Oh, das ist Uri. Hallo? Ja? Wo? Alles klar. Okay, bis gleich. Uri hat angerufen. Er meinte, er hat irgendwelche Probleme mit den Papieren, die er abgeholt hat, wovon er uns erzählt hat, und meint, wir sollen vorbeikommen. Also hier steht, dass ein Strafverfahren gegen dich läuft. Also der Staatsanwalt ermittelt, ne? Und deswegen will das Jugendamt mit dir sprechen. Hast du eine Idee, was passiert ist? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Idee für das. Das ist nicht gut, ne? C'est ma famille, j'ai perdu ma famille, c'est moi, en Guinée. Il y avait des élections, j'ai été frappé, mon frère aussi a été tué dans ça. Je suis là 2 ans, je vais pas à l'école, je travaille pas, je fais ni rien. Je suis là toujours, quand je vais aller à l'école, le social dit non. Okay. Si je vais travailler, le social dit non. Si je vais aller visiter un ami, le social dit non. Und wie geht's dir, wie geht's deinem Kopf? Was macht das mit dir? Total 100% scheiße. Das ist 100% scheiße für mich. 100%. Okay. Ja, des fois que je peux avoir des idées pour ne pas vivre. Je peux avoir des idées dans la tête pour me suicider. Parce que je sais que ma vie est perdue. J'ai perdu ma vie. Jeder weiß, dass die Jungs aus Afrika auf der Straße Drogen verkaufen. Kannst du uns erklären, warum das so ist? Ja, wenn du hast keine Arbeit, du machst gar nichts, du musst das auch machen. Nur ein Mieselmann. On sait que ça c'est une chose qui est condamnée par Dieu. Tu ne peux pas, tu fais ça, tu vas avoir une punition avec Dieu. Dieu va te punir un jour. Für Unsichtbare wie Uri ist die Kleinkriminalität der einzige Weg, an Geld zu kommen. Die Unsichtbaren müssten in den Statistiken der Polizei also sichtbar werden. Wir sind seit einiger Zeit in der Nordstadt unterwegs und uns interessiert natürlich, wie ist die Lage dort? Wie sieht Kriminalität dort aus? Ist es so, dass es aus unserer Sicht tatsächlich, ich sag mal, Communities, Gruppierungen gibt, die durch gewisse Begehens- oder Deliktsarten eben halt auffallen. Da kann man zum Beispiel dann auch Gruppen aus Westafrika nennen, die sich insbesondere auf dem Gebiet der Rauschgiftkriminalität tummeln. Das ist etwas, wo man, wenn man einen entsprechenden Aufenthaltsstatus hat oder eben halt nicht, ist es sicherlich so, dass man darüber dann auch eine Einnahmequelle erzielen kann, wenn sie auch sehr zweifelhaft ist und auch mit großen Risiken verbunden ist. Für uns ist eben halt ganz wichtig, einfach mal herauszustellen, dass wir als Polizei kein Interesse daran haben, jetzt irgendwelche Nationalitäten an den Pranger zu stellen, sondern es geht darum, dass man da, um eben halt weitere Kriminalität zu verhindern, in einen öffentlichen Diskurs einsteigen muss mit allen Beteiligten inklusive Politik, um eben halt diese begünstigten Faktoren zum weitestgehenden Teil auszuschließen. Wer in den Statistiken der Polizei nicht auftaucht, sind Illegale wie Amadou. Denn er dealt nicht, sondern verdient sein Geld mit Gelegenheitsjobs. Dafür braucht er aber die Papiere von jemandem, der legal arbeiten darf. Wenn man mit den Papieren von jemand anders arbeitet, wie funktioniert das? Pour travailler avec les papiers des autres gens, il faut avoir d'abord une relation précise avec eux. Il va te dire, bon, tu vas travailler avec mon papier.
Mais quand tu travailles avec mon papier, il y a des gens, chacun a son quota. Tu dois payer un quota de 500 euros comme ça. Tu dois payer 500 euros à la personne chaque fin de mois. Si tu gagnes travail avec ce papier, il va te donner tous ces documents, photocopier, amener ça là-bas. Déposer là où tu as gagné du travail. Et quand tu gagnes du travail, si c'est 800 euros que tu gagnes, si c'est 400 euros que toi tu gagnes, lui, ça n'engage que toi. Toi, tu es obligé de lui remettre ce que vous avez dit selon les... Tu es illégal, tu ne peux pas aller te plaindre à la police ni rien. Kaum jemand weiß von dieser Form der organisierten Kriminalität. Menschen mit Papieren werden zu Identitätsstiftern. Sie lassen nicht nur einen, sondern gleich mehrere Illegale für sich arbeiten. Das muss ja auffallen irgendwo. Also wenn ich jemandem meine Papiere gebe und der meldet damit ein Arbeitsverhältnis an, dann ist das scheinlegal, der gibt sich als ich aus, als Identitätsstifter, würde erstmal nicht auffallen, es sei denn, jemand steigt durch. Macht er das fünfmal, ist die Frage, wo fällt das auf? Und da habe ich ein bisschen telefoniert und habe rausgefunden, letztendlich ist es so, dass mir alle gesagt haben, auch Forscher, mit denen ich gesprochen habe, dass es der jeweiligen Krankenkasse als Einzugsstelle obliegt, das zu überprüfen. Die müssten dann den Arbeitgeber informieren, was ja eben meistens dann irgendwelche Zeitarbeitsfirmen sind, die da möglicherweise auch noch mit involviert sind. Und alles in allem ist es also nach ersten Erkenntnissen sehr schwierig, dahinter zu kommen. Und es scheint durchaus möglich, dass jemand seine Papiere mehrfach abgibt und dann ordentlich daran mitverdient. Heute will Deutschland ja alles richtig machen. Doch immer noch lässt unser Asylrecht tausenden Flüchtlingen keine andere Wahl, als in die Illegalität abzutauchen. Der Sozialwissenschaftler Aladin El-Mafalani untersucht die psychologischen Folgen dieses Spagats. Was macht das mit jungen Menschen, die auf diese Art und Weise hier in Deutschland in so einem Moratorium sich befinden? Was macht das mit denen in den Köpfen? Diese jungen Menschen sind gezwungen, permanent zu lügen. Sie müssen auch lügen, wenn Menschen ihnen helfen wollen. Denn man kann sich nicht sicher sein, ob nicht unter Umständen ein Sozialarbeiter oder eine Sozialarbeiterin verpflichtet wird, eine Aussage zu machen. Und dementsprechend muss man lügen. Man lügt permanent. Man lügt Menschen an, die einem helfen wollen. Man lügt Menschen an, die in der Behörde eigentlich einfach nur etwas registrieren wollen. Und dann nach einigen Jahren kaum noch, was überhaupt stimmt an der Geschichte. Und das im Zustand der absoluten Unsicherheit, im Zustand von Alltagsrassismus jeden Tag und im Zustand von dem Gezwungensein, im Schwarzmarkt, also nicht nur als Person illegal zu sein, sondern auch noch illegalen Tätigkeiten nachzugehen. Das sind unheimlich viele geballte Risikofaktoren, die nur noch deutlicher machen, dass wir was ändern müssen. Allein in Dortmund kommen an manchen Tagen 1000 Flüchtlinge an. Wenn sich das deutsche Asylrecht nicht ändert, werden wahrscheinlich sehr viele von ihnen in die Illegalität gedrängt. Ich fahre nach Halle in Westfalen, wo Uri heute seinen Termin beim Jugendamt hat. Er hat mich gebeten, ihn zu begleiten. Ja, an ihm vorbei. Und schon wieder hat Uri Post bekommen. Was steht drin? Verstehst du? Soll ich dir erklären? Das ist die Klageschrift. Jetzt mach mal weiter, dann steht drin, worum es geht. Eieiei. Betäubungsmittel. Was ist das? Gras. Hat dich jemand kontrolliert oder so? Nee. Nee? Nee. Ja. Ja, ich habe einmal, die Polizei hat mir Kontrollen und es gibt meinen Ausweis, der hat geschrieben, der sagt, der hat Gras gefunden, das ist für mich. Ja, ja, ja. Das ist das. Und wahrscheinlich ist deswegen der Termin heute, oder? Ja. Ja, ich dachte immer, du hast Gestattung, hast du mir erzählt, weißt du noch? Gestattung? Zeig mal. Ja, da ist es. Ist nicht Duldung. Ja? Ist nicht Duldung, das ist Aufenthaltsgestattung. Okay. Zur Durchführung des Asylverfahrens. Das heißt, es ist noch nicht fertig. Aber Erwerbstätigkeit nur nach Erlaubnis der Ausländerbehörde. Aber das ist nicht Duldung jetzt. Das ist keine Duldung, das ist, die prüfen noch. Ah, okay. Ja. Also können die dich gar nicht abschieben, weil die noch prüfen. Okay. Ja. Und wenn die dich abschieben, also wollen, die haben deinen Pass, oder? Ja.
Oder haben die, wer hat deinen Originalpass? Die Ausländerbehörde. Hat den? Nee. Nee? Nee. Wer denn? Der hat das kein. Hä? Der hat kein mein Originalpass. Nicht? Nee. Hast du gar keinen? Nee. Ah, okay. Wo ist der denn? Mit dem Mann, der Mann vom Markenjahr kommt hier, ja. Und der wird mit das. Ja? Ja. Ach so. Ich dachte immer, du hättest den noch. Oh. Nee. Ah, okay. Dann kann er dich ja sowieso nicht abschieben. Ja, ich wollte das, der kann nichts mehr abschieben. Kann der jetzt nicht, oder? Wenn der keinen Pass hat, die Ausländerbehörde, können die dich nicht abschieben. Ja, das ist gut für mich. Ja. Ja, ich wollte nicht in Guinea gehen. Ja. Ich durfte bei dem Termin nicht dabei sein. Uri erzählte mir später, dass die Polizei bei einer Durchsuchung Drogen gefunden hätte. Er bestreitet das. Uri wurde aber schon öfters beim Dealen erwischt, hat deshalb auch schon Sozialstunden abgeleistet. Erneuter Ärger mit dem Gesetz bedeutet, dass er tatsächlich abgeschoben werden könnte. Wie geht's dir jetzt? Ich? Ja. Ist gut. Ich habe Angst. Uri und seine Freunde aus Guinea laden mich zu einem Abendessen ein. Sie alle sind in derselben ausweglosen Situation, obwohl sie mit großen Hoffnungen nach Europa gekommen sind. Was ich sagen kann, aux autres Africains, de ne pas d'oublier l'Europe, parce que l'Europe c'est pas le paradis. Ça c'est une vente de ta dignité, tu as vendu ta dignité de venir demander l'asile. Kann man essen? Nee, das reißt. Schade. Der ist kaputt. Ja. Was wolltest du eigentlich am liebsten arbeiten? Ich wollte die Krankenpfleger oder. Ja, Krankenpfleger. Krankenpfleger? Ja, ich wollte das gerne machen. Ja. Die Unsichtbaren können weder vor noch zurück. Deutschland bietet ihnen keine Perspektive und zu Hause in Guinea wartet eine Familie, die niemals verstehen würde, warum sie es hier, in einem der reichsten Länder der Erde, nicht geschafft haben. Sie sind Opfer des deutschen Asylrechts, dem seine größte Herausforderung noch bevorsteht,